Good morning, Leute. Sieht das nicht wunderschön aus hier? Diese kleine Gasse, sehr charismatisch. Wir gehen jetzt auf jeden Fall was frühstücken und zwar, wie gestern angekündigt, ins Cannes. Juhu! Bis gleich. Mega geile French Toast, mega geile Pancakes. Wir fahren jetzt ein bisschen mit der Metro, mit der U-Bahn. Und zwar würde ich euch ganz klar empfehlen, das T10-Ticket zu holen. Und jetzt geht's weiter. Und zwar geht man hier durch, nicht zum X, sondern zum grünen Pfeil. Steckt das Ding hier rein, bekommt es hier oben wieder raus. Und dann darf man gehen. Und dann muss ich es der Lena auch nochmal geben, damit sie auch noch fahren kann. So läuft das. Angekommen in Lacuna oder Liacuna oder keine Ahnung. Hier sieht man auf jeden Fall, wo es weitergeht. Also wir sind hier, ne? Wir waren eben hier irgendwo, Barceloneta. Fail des Jahrhunderts. Das heißt bestimmt Mittwoch. Ich kann jetzt kein Spanisch oder Katalonisch oder Katalanisch. Aber das heißt bestimmt zu. Und das heißt Mittwoch. Das ist natürlich ein Fail, Baby. Was machen wir jetzt? Morgen gehen die in die Zeit, gehen die in. Woanders hin. Auf geht's. Nicht verzagen. TripAdvisor fragen. Und was hast du so bestellt? Einen Salmon Bagel. Was hast du denn so bestellt? Benedikt, ne? Genau, ein Benedikt, das ist ja so Muffin mit Ei, oder? Muffin mit Ei? Genau, Muffin mit Ei. Und Bacon. Bacon. Das glaube ich auch drin. Ich weiß nicht, was du bestellt hast, das musst du am besten wissen. Und die haben zwei richtig gute Smoothies bestellt. Und zwar mit Banane, mit ganz vielen Beeren. Beeren, ne? Very Berry ist der. Der Laden heißt übrigens Milk and Bar Bistro. Wir können mal gleich sagen, ob es sich lohnt, wenn man in Barcelona ist, diesen Laden zu besuchen. Und die haben ganz, ganz krasse French Toast. Und Pancakes. Und Pancakes. Und uns gleich auch. Ja. Erster Gang, Freunde, wie versprochen, Lux Bagel und sie hat etwas richtig Leckeres, vermutlich. Boah, ich hab's noch nie gegessen. Das riecht doch so gut. Ja, guten Appetit. Lass dir schmecken. Die French Toast sehen ja mal kriminell aus. Ja, mega, oder? Mega. Mega gut. Mega gut. Ihr wisst ja, dass ich mein Handgepäck leider vergessen habe im Auto. Und da waren ja auch meine BCAAs drin, da war mein Whey drin, da waren meine Proteinriegel drin. Deswegen musste ich mir jetzt welche kaufen. Und zwar habe ich mir Yippie geholt. Und zwar Peanut Butter Karamell und Chocolate Lava. Wie war übrigens das Restaurant, Baby? Milk and Bar Bistro. Mega gut. Mega lecker. Ja, sehr lecker. Sehr lecker. Der Benedikt war so super. Der war noch besser als mein Bagel. Ja. Und die French Toast waren auch sehr gut. Zwar nicht so gut, wie wir Candente in Erinnerung haben, oder? Also der French Toast nicht, aber nicht, die ja. Der Hauptgang war super. Kann ich empfehlen. Gibt es übrigens auch noch an anderen Orten. Heißt aber dann nicht Milk and Bar Bistro, sondern Marmalade und irgendwas mit F, oder? Ja, irgendwas mit F. Irgendwas mit F. Guter Laden. Proteine abgecheckt und gesaved. Und Nikos übrigens, glaube ich, fast auch. Aber ich esse gleich noch mal ein paar Fruits vielleicht. Vielleicht vom Markt. Vielleicht gehen wir auch gleich trainieren. Jetzt geht's wieder in den hartesten Laden von Barcelona. Und zwar Chuck. Da gibt es die krassesten Sachen, Mann. Schaut mal. Freunde, jetzt geht's weiter. Und zwar, wir haben hier einen Cronut mit Kinder Bueno. Und hier haben wir einen White Chocolate Donut mit Streuseln. Zu viel Kalorien? Nein. Nein? Okay, alright. So, mein Liebchen, wie fandest du denn Chuck? Nicht beschreibbar. Mega, ne? Ja. War sogar noch besser als das letzte Mal. Das letzte Mal hatte ich das Gefühl, dass die ein bisschen nicht soft genug waren. Also der Teig nicht soft genug war, aber diesmal haben die ihr Game aufgestackt. Noch leckerer als sonst. Mit Bueno war wirklich. Mit Bueno war brutal. Und der Donut war auch super. Jetzt haben wir uns sogar was mitgenommen. Ja. Das war ein Cronut und ein Donut. Danke. Habt ihr das gesehen? Hey Leute, kurzer Trainings-Voice-Over, damit ihr ganz genau wisst, was bei mir aktuell so läuft und was nicht so läuft. Also, in dieser ganzen Trainingswoche hatte ich eine Deload-Woche, das heißt leichtes Training, mehr zur Regeneration. Und es hat auch ziemlich gut in meinen Plan gepasst. Ich habe mir die Deload-Woche genau auf die Woche gesetzt, praktisch meinen Trainingszyklus so geplant, dass meine Deload-Woche mit der Barcelona-Woche übereinstimmt, sodass ich eben nicht unbedingt jetzt mega krasse Leistungen im Urlaub bringen muss, beziehungsweise wenn es halt mal nicht passt mit dem Training, dann ist es auch nicht so tragisch. Aktuell fahre ich Oberkörper, Unterkörper wieder
Und zwar so ein Hybrid, also ab und zu gibt es auch GK-Einheiten, aber meine ganzen Deloads aktuell mache ich eigentlich im GK-Stil. Ganz einfach, weil ich mir die Zeit spare und Deload ist ja aktive Regeneration und dementsprechend, ja, braucht man da auch nicht viel Volumen ballern. Und dann ist ein GK natürlich auf jeden Fall zeiteffizienter, wenn man auch mit 3-4 Einheiten in der Woche ziemlich gut deloaden kann. Auch wenn man vorher mit einer höheren Frequenz, sage ich mal, trainiert hat. Die Einheit war eben ein bisschen komisch, weil ich nicht in der Tight gebeugt habe, also in der Leggings, wie man auf gut Deutsch so sagt. Und ich finde, es macht einen riesen Unterschied. Also ich beuge, also ich kniebeuge liebend gerne in so Tights, in so Leggings. Und dann ist es mir auch relativ egal, was andere Leute über mich denken oder auch nicht denken. Mit so einer Hose, die zieht euch ein bisschen nach innen. Und dann ist es halt schwerer, finde ich, für mich, meine perfekte Technik zu finden. Aber es kann auch sein, dass es nur Gewohnheitssache ist, dass man das sich dann irgendwie, ja, angewöhnt, dann noch mehr die Knie rauszuschieben. Ich meine, ich habe auch früher ohne Tights gesquattet, aber ich habe auch früher ohne Squatschuhe gesquattet und mit Squatschuhen only jetzt nur noch. Also ohne will ich gar nicht mehr beugen so richtig. Macht keinen Spaß mehr. Was auch noch dazu beigetragen hat, dass der Tag eben eher so ein merkwürdiger Tag war, zumindest bei der Kniebeuge. Ich konnte nicht in den Spiegel schauen. Ihr seht, der Spiegel ist eben nicht bis ganz nach unten gezogen und man sieht sich im untersten Punkt nicht. Und ich habe halt so eine schlechte Angewohnheit, dass ich mich bei der Kniebeuge immer im Spiegel sehen muss. Und wenn der Spiegel dann nicht da ist, dann fühlt sie sich auf jeden Fall ungewohnt an. Wir haben hier angefangen mit der Kniebeuge, dann haben wir ein bisschen, ja, Schrägbankdrücken gemacht mit Kurzhanteln, dann ein bisschen rumänisches Kreuzheben, ein bisschen Latzug etc. pp. Man muss im Übrigen auch mit dem Ganzkörperplan nicht immer gleich anfangen. Dadurch, dass man eben, ja, so viele Einheiten hat, würde ich sagen, ist der Ganzkörperplan der flexibelste Plan von allen. Man muss nicht immer mit der Kniebeuge anfangen, man kann mal mit Bankdrücken anfangen, man kann mit Rudern anfangen. Wichtig ist nur, dass das, was ihr tut, auch irgendwo Sinn macht. Im Muskelpedia gibt es zum Beispiel einen Ganzkörperplan für Fortgeschrittene und dort fängt man auch nicht immer mit der Kniebeuge an, weil viele eben der Meinung sind, Ganzkörperplan ist ja immer das Gleiche, ist ja langweilig. Im Gegenteil, wenn man es halt eben richtig strukturiert, wenn man es eben richtig macht, dann ist ein Ganzkörperplan maximal flexibel, aber es ist schon irgendwo anstrengend, jeden Tag zum Beispiel eine Quad-Übung zu machen. Und selbst das muss man nicht machen. Man kann Einheiten haben, wo man sich mehr auf gewisse Muskelgruppen spezialisiert, wo man Schwachstellen attackiert und zum Beispiel nur Beinbeuge an der Maschine macht für die Rückseite und nicht immer Kreuzheben davor. Ich bin außerdem der Meinung, dass ein Ganzkörperplan bei weniger als 4 Einheiten das Beste darstellt, was man machen kann. Also wenn du nicht mindestens 4, 5, 6 Mal trainieren gehen kannst, dann mach einen Ganzkörperplan, wenn du wirklich maximale Ergebnisse erzielen willst. Im Übrigen schneide ich aktuell 1, 2 Videos für das Muskelpedia, die werden dann jetzt nach und nach hinzugefügt, und zwar über das Thema Autoregulation. Und genau so trainiere ich aktuell auch, autoregulativ, aber mehr dazu im Muskelpedia. Jetzt viel Spaß weiterhin mit dem Blog. So Leute, fertig mit dem Gym und ihr fragt euch bestimmt, warum benutze ich jetzt mein Handy zum Vloggen? Ganz einfach, der Akku von meiner Kamera ist leider leer gegangen und da ich glücklicherweise mein Handgepäck vergessen habe, habe ich auch kein Akkuladekabel und ich wollte mir eh eine andere Kamera kaufen und dementsprechend wäre es natürlich dumm, jetzt extra dafür, für den letzten Tag, sage ich mal, ein Akkuladekabel zu holen. Und ja, ich hoffe mal, iPhone tut's auch. Ich hoffe, der Sound ist auch gut. Auf jeden Fall waren wir im Anytime Fitness in Barcelona. Es gibt noch weitere Fitnessstudios der Kette Anytime Fitness in Barcelona. Aber hier, neben dem McFit, würde ich es euch ehrlich gesagt nicht empfehlen, weil Kurzhanteln bis 30 Kilo, ein Rack, nicht die besten Maschinen. Warum waren wir nicht im McFit? Auch das lässt sich ganz einfach erklären. Und zwar hatte Lena ihren Ausweis nicht dabei. Und bei McFit braucht man für ein Probetraining einen Ausweis. Ich sage immer, Leute, Frauen machen uns arm, aber dafür reich im Herzen, mit Liebe. So Freunde, hier geht's jetzt hin. Restaurant My Way. Mal schauen, wie das ist. Lena hat sich das auch gesucht. Also die Location ist schon mal richtig schön eigentlich. Ne? Ähnlich wie das PLA, da waren wir letztes Jahr, weißt du noch? Da war das Essen ja nicht so lecker, also keine Empfehlung. Obwohl Patrick den Laden übelst gefeiert hat. Er meinte, warst du im PLA? Das ist selber mega lecker. Und ich so, ja, ich war, aber war leider nicht so lecker. Und das, was aufgefallen ist, in diesen Läden überall, sind immer perverse Bilder. Also schaut mal, hier. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Da ist uns schon in dem anderen Laden, der auch sehr schick eingerichtet war, Else Ifred, weißt du noch? Ja. Aufgefallen. Weiß ich nicht, woran das liegt, ob die Barcelona High Society, sag ich mal, ne? Ein bisschen, ja, weiß man nicht. Ist aber auch, glaube ich, ein bisschen Mode. Weißt du noch, in Köln, in dem Burgerladen, Karl Hermanns, die haben ja auch überall nackte Menschen. Das ist, glaube ich, einfach Style heutzutage. Ich glaube auch.
Wie gefällt es dir denn jetzt? Ich habe es ja ausgesucht. Von der Location her, ich glaube, somit das Beste, was wir bis jetzt gemacht haben hier, ne? Man sitzt auch sehr schön. Man sitzt sehr schön, genau. Hat eine Rückenlehne, was genau, auch gut ist. Genau, genau. Hast du super gemacht. Ja. Obwohl du, die Auswahl war ja, obwohl du einen sehr, sehr schwachen Entscheidungsmuskel hast. Ja, ich muss den noch trainieren. Den müssen wir trainieren, genau. Wie alles im Leben kann man auch den trainieren. Und Leute, der neue Muskelpedia-Entscheidungsmuskelplan, der kommt bald. Also für Leute, die sich nicht entscheiden können. Nein, Joe, das gibt's noch nicht. Noch nicht. So, erste Runde in paar Tapas. Wir essen hier nur Tapas, wie sich das in Spanien so gehört, oder? Mhm, das sind aber die Potatoes. Genau, das sind die Potatoes. Das sind die Calamares. Calamares. Das sind die Kroketten. Ja. Und das ist das Garlic Brot. Yes, aber da kommt noch einiges, oder? Ja. Guten Appetit schon mal. Zweiter Gang, Freunde, und zwar Risotto mit, ich glaube, Pilzen und Ham. Und was noch? Genau, Schinken. Und Parmesan. Parmesan, was haben wir hier? Da haben wir die knusprige Ente. Als Rolle. Als Rolle. Frittiert. Genau. Und da haben wir das Thai Curry. Lass es dir schmecken. Danke. Ist alles für dich. Und weiter geht's, Leute. Lena hat hier wieder einiges bestellt. Und zwar einen Apfelkuchen mit einem Eis und eine Physalis. Physalis. Wie heißen die? Physalis, glaube ich. Physalis. Lecker. In den Gassen von Barcelona jetzt ein kurzes Fazit zu My Way. Super lecker. Super Service. Bester Service bis jetzt, oder? Kann man schon fast schon sagen, oder? Ja, ich denke schon. Kann man sagen. Und mega lecker. Ich bin eigentlich nicht so der krasse Tapas-Liebhaber. Aber eigentlich gar nicht. Aber die Potatoes, also die Kartoffeln allgemein, alles war mega gut. Der Apfelkuchen war jetzt nicht so hart, weil er nicht warm war. Aber an sich auch sehr lecker, oder? Ja, fand ich auch sehr gut. Ja. Preis-Leistung war auch super im Vergleich zu gestern. Also alles in allem würde ich sagen, was würdest du sagen? 8 von 10, ja. Bestes Restaurant für Abendessen. Oder fürs Abendessen. Ja, würde kann man schon so sagen, sagen oder? Ja. Bisher. Ja. Wir waren natürlich nicht in jedem drin, aber My Way richtig gut. Kann man ruhig empfehlen. Ja. Yes. Und wieder gibt es ein kleines Präsent und zwar diesmal irgendeine Creme und wieder leckeres Wasser. Richtig nice das Hotel. Hier, wo ist es? The Zeras. Richtig gut. Ohne Witz. Meine Empfehlung. Zum Schluss geht es noch ein bisschen ab und zwar hier haben wir einen Donut, einen Nutella-Donut mit Cookie-Stückchen oben drauf. Und hier haben wir wieder einen Cronut und zwar mit Peanut-Butter-Creme. Also Leute, wenn die Gains hier nicht gesaved werden, dann weiß ich auch nicht.